Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier. Ich war gerade auf dem Marsch, so 2.7. Kurz nochmal den Traktor umrüsten auf normale Bereifung. Dann würde ich ihn losschicken vom globalen Markt. Wo ich das noch, die Hackschlüsse kaufen muss. Und dann werde ich ihn zum Dings fahren lassen. Zur Papierfabrik. Ne, Standardbereifung. Vor der Straße, ne? Dazu nehmen wir einen kleinen Anhänger, den kleinen, das reicht dick aus. Der erste ist fertig. Spader sind hier auf Feld 30. Düngerstreuer. Hier war ein kleiner Anhänger gewesen. Kleiner. Kleiner, aber fein, reicht aus. Ja, Ballen sammeln, das muss ich irgendwann machen, richtig mal richtig kräftig. Ne? Da ist er doch. Mal gucken, ob wir an der Hand kommen irgendwie. Ja, alle anderen arbeiten wie Flüge und so, das muss ich sehen, wenn Zeit ist. Wir haben ja erst Tag 4 und die Rüben geerntet sind. Die Grasballen ja gesammelt sind nachher und ne, dann können wir an Flügen denken. Zum Not auch im Frühling. Wenn im Winter kein Frost sein sollte, im Winter. Geht ja oft noch bis Januar rein. Die Möglichkeit vom Wetter her, dass es immer zeigt, nicht Frost im Boden ist, dann geht es auch noch so. Und zurück geht's. So, globaler Markt. Als erstes Kurs programmieren. Jo, Hof nicht. Das, ich mache mir ganz gerne das zur Hilfe, weil ich nicht immer weiß, wie habe ich es nun gespeichert. Beziehungsweise wenn wir unsicher, dann fahre ich gerne den Punkt an. Das ist banal. Dann mache ich hier kurz aktivieren, damit man sehen können. Ne? Und dann sehe ich beladen, globaler Markt, Stromhackenzirken. Ja gut. Hätte ich vielleicht gefunden, ne? Vielleicht. Beladen. Ja, da ist es doch. Und hier Hackenzirkel. Das weiß ich nicht, was das ist. Könnte sein, dass ich das von diesem Global Company. Excel gut nicht. Das kannst du. Und dann müssen wir noch vorher kaufen, ne? Das ist ganz wichtig. Mit R. Das was drin ist von mir. Hackschnitzel. Milch. Ja. 2 Millionen. 1 Million können wir kaufen. Kostet kein Vermögen. Dann kaufen wir noch. Das gekauft gleich. Noch einmal und dann ist es raus. Beziehungsweise das ist bei mir. Ob geht's nicht? So. Knatzel. Okay. Er will so nicht. Die Million will das haben. Okay. Machen so ist es so, ne? Wenn er so ist. Scheint aber neu zu sein. Ja, da mal unterpacken, ne? So. Probieren wir noch mal. Auch noch läuft, ja läuft, okay. Ach so, ich kann ja nur das nachkaufen, was jetzt
was leer ist. Okay, das will ich ja nicht, ne? Also ich kann hier nur 1 Million aufnehmen. So, jetzt fahren wir rüber zum... Ja, zu unseren Papierfabrik. Schwer heute wieder mal, ne? Und... Ja, sind nur 14.000 drin, aber gut, da kann er ja ganz erfahren, ne? Ach, unser Milchfall. Milchheini ist auch noch hier. Der Stall ist voller Milch. Kann erfahren, ne? Junge, Junge. Geradeaus, Junge. Also, ich krieg das nicht hin, rückwärts zu fahren, auf lange Strecke. Ja, das ist aber hier mit dem anderen Mod hier. Der hier unten rechts war gerade. Lass ihn fahren, ne? Auch nur ein kleiner Anhänger, aber der fährt durch den Stall durch. Das macht sie mit einem kleinen besser als mit einem großen, ne? Und bei eben hier bei, mit Hexen wäre es egal. Aber die Anhänger sind ja alle in Beschlag, mehr oder weniger, ne? Muss gleich gucken, was da los ist. Da steht schon wieder einiges. Noch mal anders und gucken, was da die Zeichnung ist. Ich wollte das ja hierher fahren. Ne? Das fällt mir jetzt so gerade so ein. Ich wollte ja Sägewerk abladen. Da wandelt sich unter ein Holz und dann kann ich ja von hier, vom Sägewerk. Ne? Hier muss ich was programmieren. Aber wisst ihr was? Ich mache hier immer wieder Wald. Oder? Das im Grunde schaffe ich es ja gar nicht, ne? Muss hier nur einen Kurs programmieren. Gucken, was hier. Ich habe hier noch gar nichts programmiert. Stell ich mal so fest. Die blaue Linie könnte ich eigentlich löschen. Kommt hier so nicht rum. Aber ich muss ja immer hier. Das hinfahren, ne? Dass es funktioniert. So. Als programmieren heißt immer aufzeichnen, ne? Ne, das brauche ich so nicht. Hoffen wir mal, dass wir jetzt hier links abkippen können. Dass wir da hier gut rankommen. Dann fahren wir rückwärts. Da muss ich aber... Oh, Maus. Der Mauspfeil muss am Monitor bleiben, sonst gibt es Probleme. Kann sein, dass er das trotzdem packt nachher. So, kippt man ab. Also wer das nicht weiß, beim Sägewerk, da wo das für die produzierten Holzstämme mit Diesel und Paletten, die kann man hier abgeben. Das habe ich ja nicht. Man kann aber auch direkt Hacknüssel abgeben. So, dann können wir gleich mal, das Bäume ist ungünstig. Und da oben wieder rausfahren. Ja. Ob das nicht mehr klappt? Ja, gut, dann nochmal fahren. Ich muss ja noch einen Punkt eintragen. Also, er muss einen Narben haben, wo ich abkippen soll. Ne? Sonst weiß ich ja nicht, wo ich abkippen soll. So, und hier werden wir anschließen. Beenden. Wieso ist hier ein Zweistrich hier? So. Wie gesagt, muss da noch ein Punkt programmieren, dass ich weiß, wo ich hinfahren soll. Ne? Da, wo jetzt hoch ist, muss im Prinzip abladen, Hacktitzel, Sägewerk sein. Ne?
Sonst funktioniert das ja nicht, ne? Einer ist leer gemacht worden. Ja, da muss ich mal gucken, welchen Punkt ich nehme, ne? Muss er hier irgendwo sein. Das war vom Blauen, ne? Der rote Pfeil, also dieser rote hier, das ist ja der Punkt. Und weiter höher gehen, dass er nicht am so immer hier abladen. Nee, hach nicht, hack. I vergessen. Sägewerk. Ist auch wichtig, dass man weiß, wo ist, ne? Das kann es überall sein, ne? So, W passt nicht mehr. Da müsste passen, der Werk. E, ne? Ja, recht haben wir mir mal in die Dolle. Verstellen. Auf geht's. Probefahrt mitfahren. Nur der Kontrolle wegen, ne? Wollen wir gleich gucken, was unten los ist. Hat die drei schon, die drei, der eine ist zum Entlassen und der andere ist zum Einstellen. Ballenpressen. Wenn das Ballenpressen fertig ist, oh, das ist gefährlich. Geben alle so Gas hier. Also hier erwarte ich mehr oder weniger irgendwann einen Unfall. Denn das war ja so nicht geplant, ne? Ursprung her mal, ne? Ja, dann kann das Sägewerk auch produzieren. Bretter und so Zeug. Paletten vor allen Dingen. Und den Hackschlüssel später kann man dann entsprechend zum Papierfabrik fahren. Entschuldigung. Das kann er in Anschluss tun. Aber da sehen wir gleich mit. Gucken wir an, der macht hier. Aha. Wieso wollte er so einen blauen Strich fahren, der Bursche? Und kann nicht, weil der andere da steht. Und keiner kann hinfahren, abladen, ne? Weil der andere steht halt, ne? Und ich kann nicht fahren. Junge. Deswegen Maus außerhalb. Sehe ich gerade. Ich wollte vermeiden. Ne, Fehler. Fehlermeldung vom globalen Markt. Das war da der Grund. Tja. Dann geht gleich die Frucht kaputt. Aber jetzt hätte es gleich in die Richtung fahren können, ne? Wir fahren gleich zur Straße, weil ja, wenn die erste Runde gefahren ist komplett, dann ist der blaue Strich frei und dann können die den Feldausfahrt alleine finden, ne? Ist ja halt mal so, ne? Wieso ist der jetzt? Hätte er eigentlich normalerweise nicht passieren dürfen. Er hätte mal Abstand behalten müssen.
Abfahrt kommt schon. Auf den richtigen, ne? So, ein bisschen höher gehen. Der Deutz ist da. Da liegt ein Drescher noch. Hundertprozentig wieder verkehrt. Zu schlecht. Wo seid ihr? Schöne Brücke, ne? Guck mal eine Karte rein. Ja, okay, da, ne? Wo fahren sie aktuell? Sägewerk, ne? Hier vorne irgendwo. Ja, das ist ungünstig. Ja, dass ich eine Kreuzung ein bisschen treffen, das ist ein blöd Garten, ne? Dann kann ich gleich mal hier vorne den Feind einstellen, ne? Und den entlassen. Und vom Feld fahren. Dann hätten wir schon einen Traktor frei, zwei Stück, die wir jetzt einstellen könnten, ne? Mal schauen. Zwei Anhänger kaufen zur Not. So, unser guten Fan. Feld 23. Rest natürlich. So. Erstmal den nur wegmachen wieder. Dann alten Kurs löschen. Feldmodus. Feld 23. Und erster Wegpunkt. Fahr mal rauf. Wenn ihr gleich einen Kram reinfährt, ne? So, die Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich mache ein dickes Dankeschön fleißig reinschauen. Sag mal tschüss und ciao. Hier morgen geht's hier weiter mit allen möglichen Arbeiten. Und Rübenroden, ne? Hauptsächlich Rübenroden, Ballenpressen. Das mache ich eigentlich nebenbei. Wie gesagt, wenn das hier klappt, dann klappt das auch, ne? Ich sage, einen freien Takt doch haben. Achso, tschüss, ciao, morgen geht's hier weiter. Tschüss.